Screen. Hallo? Hallo? Ich hoffe, Sigi cuttet das. Was? Ja. Je. Yeah. Ja, ja, würde er schon hinbekommen. Ich gebe ihm eine Starthilfe, damit er weiß ungefähr, wann was kommt. Jetzt kommt, warte, jetzt drückt er auf Beginn und jetzt drückt er auf Registrieren und jetzt hat er das Team registriert. Jetzt ist er im Box-Modus. Ich glaube, er soll es jetzt schon checken. Er hat das falsche Team drin. Das war gegen nee, nee, der macht es immer, der macht immer das vom letzten Mal. Irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Aber es sieht auf jeden Fall stark aus. Speed, ich weiß, es ist tatsächlich. Jungs, Sigi hatte doch gebeten, dass wir aufnehmen. Wir ja, genau. Ich nehme das gerade auf. Ah, okay, perfekt. Das weil heißt. Ich bin dabei. Ja, perfekt. Die Synchronisation. Spinne sehen wir hier mit Terra Wasser, glaube ich. Damit er noch mehr Schaden macht. Was ist das hier für eine Liga jetzt? EPP. Ah, EPP, okay. Also Lukas, machst, so, du dann, kämpfen. Machst du dann im Nachhinein Pack Opening oder machst du währenddessen Pack Opening? Ich mach noch eins auf, damit eine gerade Anzahl von Packs. Okay. Sonst triggert mich das, weil der eine Haufen höher ist. So, nochmal kurz für die Synchronisierung. Machen wir ein Intro? Jungs? Ja, ich glaube, synchronisiert ist eh schon, er soll es hinbekommen. Gegner wurde gefunden! Willkommen zum EPP! Ja! Hallo! So, ne? Hallo, willkommen hier für den Sigi. Weil der Sigi ist krank. Genau. Müssen wir schön kommentieren. Und hat keine Nicknames. Und hat keine Nicknames. Was man wichtig kurz erwähnen muss, Sigi hört uns tatsächlich nicht. Naja, genau, der hört uns nicht und wir sehen gerade den Fight aber live. Also alle ruhig bleiben. Wer ist eigentlich alles dabei? Wir haben Richard. Moini. Wir haben Lukas. Jo, 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 jo. Wir haben My Lord Jesus. Hallo. Und meine Wenigkeit. Matchup. Wir haben Sticky genau. Web. Sticky Web wäre super offensichtlich im Lead. Bedeutet, es gibt keine. Hermit hat keine Removal aus der Scissor. Das heißt, Hermit wird keine Removal loaden. Ja. Ist ein bisschen schade. Das heißt, Sticky Web gewinnt Turn 1 Game. Er hat den Affen, der Daumen hoch macht. Weiß nicht genau. Er sieht eigentlich gut aus. Er sieht richtig gut aus sogar. Es ist herrlich, dass Sticky Webs auch noch durch unser Item geboostet wird, weil damit machen wir mehr Schaden. Beziehungsweise wir verursachen mehr Init-Drop. 1,5. Ja, genau. Dieses komische Bug-Item. Warum nicht einfach Mystical Water? Das ist eine gute Frage, weil eigentlich wäre das Wasser-Item immer besser. Die Sache ist, wenn der Admiral der Lead ist, was sehr dann drücken wir trotzdem Wassermove. Dann knallen wir den trotzdem mit einem Wassermove um. Blutsauger oder sowas drücken an die Kill. Ja gut, das ist free. Ob wir jetzt die Webben? Ich glaube, wir hauen den einfach. Ja, wir können theoretisch sogar einfach Blutsaugen. Aber wir können auch webben, weil er eh U-Turn wird. Also I guess, dass er U-Turn. Wir sind sogar Terra Water? Ja. What? Der ist ja broken. Der ist ja krass. Wieso? Ich halte Blutsauger für ein gutes Play, einfach nur, weil ich weiß, dass wir gegen Hermit spielen. Der wird drin bleiben. Ja. Ja, gut, jetzt bleibt er drin, vielleicht U-Turn da, ja. Genau, ich habe mir ein paar Hermit Games angeschaut. Für mich bleibt er hier einfach. Nein, der tauntet nicht. Was der machen würde, wäre sowas wie Earthquake drücken oder so. Der tauntet. Nein, der macht Akrobatik mit Item. Hallo. Guck, sag ich doch. Der Schuppenschuss. Der wäre an Dings gestorben, wie gesagt. Ja, aber hat er den Würfel? Wenn ja, dann könnte der gefährlich werden. Ja, also hätten wir Blutsauger gedrückt, hätten wir das prevented. Also das just saying, und jetzt haben wir ein Problem. Oh mein Gott, Hermit ist unlucky. Ich weiß noch nicht, ob wir ein Problem haben. Ich glaube, 5 killen jetzt. Die Blutsauger kommen wieder voll. Das passt. Nee. Wenn wir leben. Jetzt 5-mal hitten und es ist eine Roll, ob wir bei 4 schon sterben. Ja, wir gamblen. Nee. Wir gamblen hier. Er kann auch missen. Wenn Hermit jetzt nicht unlucky ist, haben wir ein riesen Problem, weil wir Turn 1 richtig gottkrank gemissplayed haben. Also, aber hier nicht zu Blutsaugern ist richtig schrecklich. Der Dragon Dance ist so. Wenn der Dragon Dance dann einfach lost. Der Iron Defense jetzt. Also, vermutlich drückt er nicht nochmal Schuppenschuss, aber würde er nochmal Schuppenschuss drücken, hätten wir ein riesen Problem. Ich meine, die Chance ist nicht so gering. Ich glaube, der drückt nicht Schuppenschuss, ich glaube, der geht raus. Damit ist nicht so omega scheiße. Ah, guck. Ich bin in seinem Kopf drin. Ich habe alle seine Games geschaut und bin in seinem Kopf drin, weil er denkt, dass wir den jetzt nicht two-hitten können, weil er nicht weiß, wie die Interaktion... Wir haben keine Static. Leider.
Das ist das Problem. Okay, jetzt also, mir was, oder? Und jetzt no disrespect an der Stelle. No disrespect. Es ist ja wirklich eingetroffen. Ich bin leider ehrlich, kein Static. Ist schade. Das ist actually stressig. Aber zum Glück, vielleicht zum Glück. Leute, zum Glück. Wir werden kein U-Turn loaden, sondern wir drücken jetzt den sehr effektiven Move, weil der sehr effektiv dran steht und werden den T-Bolten. Dann werden wir geraffen. Nein, oder? Ja. Guck. Ich okay, bin, du bist also, in seinem Kopf drin. Ich habe legitim jeden, also ich habe legitim alle drei Turns von beiden Seiten korrekt predicted, ja? Ist nicht schlecht. Haben. Gute Quote. Für diesen Kampf. Ist eine gute Quote. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wenn da nur Moves sind, die bei denen nicht sehr effektiv dran steht, wird Hermitage hier rausgehen. Das ist das erste Mal, wo ich die Giraffe im Game sehe. Die sind ja richtig bloß. Nee, ich glaube, da war kein Ground-Type. Wir haben noch Scissor, wir haben noch Toxapex, wir haben noch Roaring Moon. Dann ist Volt Switch jetzt ziemlich gut. Dann ist Volt Switch komplett broken. Ja, der das heißt absolut unchristlich viel Special Attack, dieses Wix-Ding. So, wie ich gesagt habe, bei Zapdos, bei jedem Move steht nicht sehr effektiv dran, deswegen muss er rausgehen und irgendjemand droppt. Wir gehen in... Oh, Junge! Affe macht Daumen hoch! Leute, Affe macht Daumen hoch! Der macht wirklich Daumen runter. Ja, der macht jetzt wirklich Daumen runter wahrscheinlich, ja. Der macht sogar der Affe Daumen runter. Oha. Oh, der ist AV! Der ist AV, oder? Das ist krass. War klar, aber... Oh. Ja, aber selbst der Affe macht gleich Daumen runter. Ja, jetzt, warum gehen wir raus? Was ist, wenn wir Gartok haben? Was ist, wenn wir Gartok haben? Haben wir nicht. Haben wir nicht, haben alles wir nicht. Gartok ist, aber wäre hier gut gewesen. Wir gehen in Tauros, weil wir uns Tauros als Check vorbereitet hatten in der Prep und deswegen nicht bedenken, dass wir die Sticky-Webs draußen haben und den keinen Check brauchen, sondern den offensiv pressuren können. Deswegen Will-O-Wispen wir den auch statt hier zu EQ'en. Was ist das also, für ein Scheiß-Prep? Der könnte Wachhund haben, der bringt Tauros gar nichts. Ja, das ist korrekt, aber den haben wir in der Prep für den vorbereitet, deswegen Will-O-Wispen wir auch auf den und werden ja, jetzt. Ja, dann ist die Prep scheiße. Zusammengefasst. Genau, wir machen jetzt hier 2 Damage. Oh, das war ein Crit. Der war der Madded. Nein, der hat einen Attack Drop. Der hat gerade eben. Der hat. Ja, aber der ist auch verdient. To be fair, der ist verdient. Der ist so verdient. Der ist Life Orb. Das war ein Life Orb Crit. Das war gerade ein Life Orb Crit. Der hat dem. Der Life Orb Crit hat gerade 8% gemacht. Die Frage ist, oder ist 10. Dieses Oninu ohne Angriffsinvest? Oh, ich glaube, der hat keine. Warum Faust. Auch immer? Oder ist dieses Tauros full für Steph? Der ist full für Steph. Warte, das ist dann auch nicht AV Boninu. Der ist Bedef. Nein. Der ist Bedef Life Orb. Der ist genau. Bedef Life Orb. Ja, oder. Madman. Oder das Raging Bolt hat einfach gar kein Investment. Ich glaube, der ist Bedef Life Orb. Rachel Bolt war ja auch ein Karma-Mindset, ne? Ja, also kann ja, schon aber sein. Selbst dann sollte der mehr als das machen. Das große Problem ist jetzt an der Stelle. Wir können hier einfach. Haben wir nicht einen Fighting Move? Weil, wenn ja, dann. Nee, haben wir nicht, aber wir werden den entweder Willow oder Body pressen für Kill. Also haben wir Fighting Move. Achso, wir haben keinen Body Press. Wir haben EQ, glaube ich. Wir haben EQ, Willow. Restore, kann das sein? Wir haben Body Press. Ne, wir haben Body Press, okay. Können wir den nicht killen? Dann können wir den einfach. Ja doch, wir können einfach straight one hitten. Aber das haben wir uns in der Prep. Wir dürfen nicht rausgehen. Da kommt auf jeden Fall ein Seed-Search. In der Prep haben wir uns aber überlegt, dass wir mit Tauros rausgehen müssen. Deswegen genau, müssen wir das jetzt auch machen. Genau, obwohl wir Sticky Web haben, die wir gerade wieder vergessen. Nein. Genau, wir können den jetzt zwar killen, aber wir wollen den hier noch nicht killen, also weil wir den. Arad war neat, oder nicht? Ah, nee. Jungs, wir haben Angst, dass, weil das Toxic Poison ist, dass das jetzt sich addiert. Und so viel Schaden macht und wir brauchen Tauros ja noch als den Boninu-Check für das brennende Boninu. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt raus in unser Mon, das wir vorbereitet hatten gegen Atmurai. Also, no shit, das ist genau was passiert. Aber Need macht jetzt ein macht jetzt eine Liquidation und es stirbt. Der macht jetzt gar nichts, der wird jetzt geceaseless Edge wie ein Schwein. Genau, dann stirbt er. Der macht nichts. Er macht genug, um ihn zu KO'en. Jetzt wir machen Frage, jetzt Blutsauger und sind wieder voll. Na, jetzt ist es Speed-Invest-Frage. Wir sind nicht nur eins. Wir haben geaquat. Aber wir töten ihn, aber wir sind keiner Water. Der pre-killed probably. Aber sind wir schneller? Wenn der Scarf ist, sind wir nicht schneller. Ja. Und wir hätten uns auch heilen können. Wieso weißt du das? Weil Hermit kein Scarfmon spielt. Ah. Doch, tut der safe. Nein, safe nicht. Ah, okay, wir werden es nicht herausfinden. Zapdos stirbt. Es stirbt auf jeden Fall. Nee, das ist safe Toxapex.
Wie viel bekommt der? Da bin ich jetzt gespannt. 40 bis 50. Ja, 40 bis 50. Es ist Terra Wasser Water Bubble Aqua Durchstoß. Der Shep hat wirklich richtig geisteskrank. Ja, ich glaube, der könnte two-hitten. Der könnte two-hitten. Warte, was? Haben wir überhaupt Attack Investment? Hä? Warte, was passiert hier? Hä? Kalks von euch. Okay, warte. Da starte ich jetzt mal ganz kurz den Kalk. Das interessiert mich jetzt. Araquanid. Ich hab so falsch gelegen in meinem Leben. Ich hab auch gedacht, er würde Schaden machen. Warum hab ich so falsch gelegen? Ich hab noch nie so falsch gelegen in meinem Leben. Okay, full. Also, wenn der Full Fist ist, sollten wir eigentlich 24 bis 28 machen, wenn wir Full Attack Adamant sind. Das heißt, wir haben kein Investment. Wir haben kein Investment, wir sind defensiv. T-Spikes. Oh mein Gott, it's losable. Nee, wir können jetzt Carmine drücken. Wir drücken jetzt Carmine. Er kann auf den Bunker. Wir drücken niemals Carmine. Wir gehen jetzt wieder auf Voltwechsel, weil wir Siggy sind. Wir drücken CM auf den Bunker. Das wäre der richtige Play. Nee. Das Ding ist, wir... Oha. Aber warum sollte Bunker kommen? Bunker kommt niemals. Frag mich nicht. Und zu scouten. Ich hab noch nie so gute Calls. Ja, GG. Stopp. Es ist nicht Game, weil sein Electric Move ist Volt Switch. Am I right? Nee, er T-Bolt. Ja, okay, dann ist jetzt over. Dann ist over. Können wir... Wie schnell ist Raging Bolt? 85. Ja, okay, gut. Dann aus Beam Roaring Bonus, Game is over. Das ist ein Sweep. Ja. 6 Kills für Raging Bolt. Let's go. Ja, an der Stelle. Unser korrektes Play by the way wir können verlieren, wenn wir nochmal Carmine drücken, der Haste drückt. Unser korrektes Play ist nochmal CM tatsächlich. Weil angenommen, der würde Haze loaden, wäre das alles halb so wild. Wir können den über T-Bolt und CM sowieso bieten. Und wenn wir Draco Meteor, den wir gegen dieses Roaring Moon drücken müssen, die Drops bekommen, ist es ein bisschen nervig, die anderen Mons mit T-Bolt zu killen. Deswegen wäre jetzt cool, nochmal zu CM, um den Draco Meteor Drop dann präventiv... Nicht Draco Meteor! Warum missplayen wir jetzt? Oh mein Gott, warte, was? Er hat gehaced für den Spitek-Drop, um wieder normalen Spitek zu bekommen. Ich schwöre es dir. Okay, stirbt er? Bitte miss. Aber wir hatten gewonnen. Aber boah, jetzt haben wir nicht mehr gewonnen. Aber ja, ciao. Doch, wir haben immer noch gewonnen. Nee, jetzt kommt Bonino und er geht raus. Und das ganze Game dreht sich wieder, obwohl wir on the spot schon gewonnen hatten. Ja, aber nee, wobei, jetzt sind T-Spikes ab. Kriegen wir die T-Spikes weg? Nee, ne? Doch, wir haben Donphan. Ja, wir haben Donphan. Aber also, jetzt kommt Bonino und der ist, jetzt wird sich dann wieder eingeschissen und wir gehen wieder raus. Aber Bonino Setupen, was ist denn? Wait, wieso kommt der? Der ist verbrannt. Das ist nein, wir wollen ja nicht gepoist werden. Wir können den theoretisch auch nochmal Draco, wir töten den. Nee, minus 1 ist der Schuppenschuss, killt uns auch. Warte mal, wir hatten ein hart gewonnenes Game und jetzt ist es wieder losable. Nee, das ist nicht losable. Doch, es ist losable, ich schwöre. Was soll denn passieren? Wenn wir jetzt auf Schuppenschutz Sonfan gehen, können wir noch verlieren. Ja, als ob Siggi das macht. Siggi hat gerade gefragt, ob wir Schuppenschuss haben. Wait for it. Warte, ich hör dem gar nicht zu. Siggi hat gerade gefragt, ob der Schuppenschuss hat. Ah. Geil. Bestimmt nicht. Ach, er ist geserver-deftet, aber wir können ihn reden hören. Ja, wir können ihn reden hören. Ja. Okay, das ist lustig. Aber ich dachte, er redet. Aber ich schalte ihn mal stumm, weil sonst hört man das in der Aufnahme, in unserer Audioaufnahme, das wollen wir jetzt nicht. Ja. Er hat leck mich am Arsch gesagt, das war gemein. Das sagt er häufiger. Was tut er jetzt? Ehrlich? Was ist hier Boost Energy? Der hat keine Boost Energy. Hä, der war ja schon drin! Moment! Beenden wir es jetzt? Nee, wir drehen es nicht, gut. Oder? Segen also, geht's gar nicht gut. Also, der ist halt wirklich krank. Schon mal tot. Ich hoffe, dass Schuppenschuss kommt. Also wenn jetzt Dragon Dance kommt, wäre absolut krass. Ne, Schuppenschuss, der hat ja kein Dragon Dance. Der hat dann plus 1. Wäre aber cool gewesen. Imagine. Dann plus 0 Speed und damit passt das. Erstmal. Jetzt muss Donphan kommen, aber der Rapid spinnt dann wie ein Schwein. Nein, der macht Eisbanner. Ich schwöre dir, der Rapid spinnt. Vielleicht haben wir. Rapid Spin, dann verliert er. Vielleicht haben wir kein Rapid Spin. Dann haben wir. Okay, wir haben. Okay, ja, wir haben okay, Knuddler. Wir haben Knuddler. Nein, aber wir müssen Rapid Spin, weil wir haben ja Angst wegen T-Spikes. Das ist ja klar.
Also T-Spikes sind das, was quasi Raging Bolt verhindert noch. Aber Hermit hat Angst davor und geht raus. Aber auf Toxapex? Ja. Nein. Not ja, gonna doch, happen. Doch, könnte passieren. Gehen wir jetzt, warte, hat ist Sigi für, also pass auf, wenn jetzt auf Rapid Spin Schuppenschuss kommt, hat Hermit on the spot gewonnen. Nein, hat er nicht. Moon hat keinen Attack Boost und gar nichts. Wir können den über Taurus cyclen. Ich glaube nicht, wegen T-Spinks und weil Taurus schon angechippt ist und gepoist. T-Spinks gehen jetzt weg. Der tötet uns nicht. Im Leben nicht. Aber Taurus ist schon gepoist. Ah. Aber wir können ja cyclen, der hat ja keinen Weg, seinen Attack zu boosten. Außer er hat doch Dragon Dance. Wir müssen mindestens 2 sacken. Aber es passiert leider. Ja, er geht raus und geht in den Tollkirsche. Ah, Toxapex wäre schrecklich. Ja, Toxapex. Das ist ja. Es ist wirklich Toxapex. Ich hab Toxapex gecallt, weil das schlechteste Place, das mir eingefallen ist. Ja, ich auch. Okay. Warte, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der legt nämlich jetzt wieder die Giftspitze. Warte, nee, ist wir werden jetzt. Ist der Clear Amulet? Nee, der ist Rocky Helmet. Wir werden jetzt ge-EQ'd für 1 Milliarde. Oh, actually, mit Rocky Helmet ist gar nicht so terrible. Es ist nicht. Kommando zurück, das war gut von Hermit. Kommando zurück. Wir gehen into. Giraffe. Oh nein, oh nein. Ah, der hat oh nichts, um nein. zu hitten. Warte, der hat nichts, um uns zu hitten. Das ist alles gut. Wir haben doch nur T-Spikes und Ding gesehen und wie heißt? Wenn jetzt T-Spikes kommen, ist nervig. Ja, aber der wird kein Toxic haben. Wenn er uns jetzt hier, keine Ahnung, anpimmelt mit Surf oder sowas, es juckt uns. Na, ich da steht sehr effektiv dran, du hast recht. Echt schön, das war ein Menschenplay. Hermit spielt es nicht schlecht. Aber was bringen die T-Spikes, wenn er jetzt gegen die Schildkröte verliert? Ja, weiß, also wissen wir ja alles nicht. Pass auf, aber, jetzt kommt doch Toxic. So, overall für das Game war jetzt T-Spikes gut von Hermit, weil er damit. Wir sehen jetzt dieselbe Abfolge. Wir sehen jetzt, wie der Bunker in Tukan meint. Ja, aber Dings, T-Spikes war gut, weil er damit Terrapagos hätte preventen können. Und Sigi hat das gut gelesen und ist in Terrapagos. Also, es war actually von beiden super grundsolides Play. Wir haben verloren. So gut, wie wir immer alle shit-talken, das war grundsolide von beiden Spielern, ja. Und Sigi gewinnt jetzt durch ein gutes Spiel das Game und das gönne ich ihm. Ja, das ist jetzt, glaube ich, Game, oder? Ist over. Also ja. Es war schon 3-mal over, ne? Versteh mich bitte nicht. Aber an der Stelle wird probably Sigi einfach auch attacken. Also vielleicht finden wir noch einen Weg zu werfen. Ja, aber... wobei... Ja, ich weiß nicht, ob Starstorm killt. Wir sind schneller. Wuhuuu! Ja. Okay, ist nicht AD. Ist halt eine dumm starke Attacke. Wie viel Baseball ist das? 120. Und was kann das als Second-Effekt? Nix. Gar nichts. Okay, ist ja ganz schön lächerlich, der Move. Ja. Ah, doch, im VCG, also wenn du in der großen Terraformst, hittet er beide Gegner. Das klassische VCG. Oh ja, Boninu! Okay, wait. Der kann uns actually noch... Nein, kann er nicht. Nein, wir haben Terra Shell. Nein, ich dachte, dass er uns poisonen kann, aber wir hätten den einfach. Auch weil der, obwohl der Spedef ist. Und Moon kommt jetzt halt rein und wir haben noch einen Terra Shell ready für den. Und ja, Schuppenschuss. Ja, und Schuppenschuss interessiert uns einen Scheiß, weil Terra Shell broken ist. Ja, Terra Shell triggert auf alle Hits von Schuppenschuss. But wir werden es niemals hauen. Also es wird nicht passieren, es ist eine coole Taktion. Ja genau, aber das, der. Also. Hold up, warte. Aber das ist ja richtig. Das macht jetzt 3. Ja, aber das bringt uns außer Range, oder? Das bringt uns außer Range. Ja. Und jetzt kann der Schuppenschuss kommen. Der tötet uns aber nicht. Na, der ist offensichtlich. Wir sind schneller als Moon, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber Moon kann einen leben, der hat gutes Bedef. Ja, Moon lebt doch garantiert. Moon lebt sogar 2. Also ich sag, ein Kill kriegt Termit vielleicht sogar. Also ist es wieder... Boah, ich... Frag mich, ob Hermit das noch gewinnen kann. Nee, glaube ich nicht. Ja. Dazu ich steht er zu behind. Ich weiß nicht mal, was sein letztes Mon ist. Hex. Ah. Also ich glaube, das macht jetzt 40. Oh, ach, du warst wieder ordentliche. Alter. Okay, Schuppenschuss. Alter. Aber. Der kann killen, wir oder? Sind dann noch schneller als er. Sigi hat gewonnen, weil Donphan an der Stelle alle Mons claimt. Ja. Wegen Ice Shard, haben wir schon gesehen. Ja. Ist die Frage, ob Pex mit Bunker noch was holen kann und ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube auch nicht. Anyways, Terrapagos sweept das nicht. Oh mein Gott, wir können jetzt Donphan sacken und Game verlieren. Das wäre lustig. Ja, sack Donphan! Sack ja, Donphan! Wir haben noch den Elefanten. Der Elefanten lebt auch noch. Nee, wir machen es richtig. Schade. Gehen für Miss. Lol.
erlebt ein. Ja, aber also man muss sagen, dass Siggi das Game actually durch ein sehr gutes Play gewinnt. Und ich bin sehr glücklich, weil Siggi hat damit das beste Play des Games gezogen. Und Hermit hat in dem Spiel auch, also in dem Turn auch ein gutes Play gezogen. So von dem, was ich gesehen habe. Aber nicht im Dom kommen, wir gehen in den Taurus. Ist in Ordnung. Also ich sage jetzt ganz Hermit kurz, stabil. Ja. Das war voll gut. Ich ärgere jetzt Siggi. Siggi fügt jetzt immer am Ende seiner Videos so ein Play of the Game ein, wie so Overwatch-Style, und zeigt dann auch, dass der Rapper Ghost Carmine gedrückt hat. Das macht er ab jetzt so. Oh. Das wäre geil. Warte, warum sind wir Taurus gegangen? Ist in Ordnung. Genau, Taurus ist in Ordnung. Ah, für Intim. Okay. Ich nehme einfach in Agrostella und tun dir nochmal Beulenhelm. Also, ab dem Punkt, wo wir nicht mehr unser Late Game Clean runterspielen mit Donphan, brauchen wir nichts mehr. Also, das Game der ist over und das ist von beiden nicht clean, das ist halt egal. Ne? Das ist egal. Es geht jetzt um einen Differenzpoint, den man hätte holen können. Naja, es juckt alles nicht. Und weil Pex kann das hier, glaube ich, nicht 1v5en. Das ist ja lustig. Ist kein Molar. Wait, give me a second. Give me a second. Da ist Taurus, ja, Giraffe. Aha, Dead Bunker und T-Spikes liegen. Also eigentlich muss er nochmal T-Spikes legen. Aber die Giraffe ist full life. Nee. Okay, er macht's auch richtig. Er geht damit keine. Merciless Crit jetzt. Merciless Crit. Aber in welchem Move? Venoshock. Merciless Venoshock Crit jetzt. Und das Game ändert sich. Okay. Wow, das wäre sehr lustig. Das war schon fast Schaden. Was wir denn jetzt wieder aus Reflex? Ja, also ich würde auch an Hermits Stelle bunkern, aber es ist over an der Stelle, ne? Es ist over. Aber da war also verdienter Win für Siggi, kann man nicht anders sagen. Und man muss auch sagen, Hermit hat sich verbessert zu seinen letzten Spielen. Ich bin sehr froh, das zu sehen. Und so viel Shit, boah, wie jetzt in dem Game dabei war, muss man einfach jetzt sagen, dass das für ein Liga 3 Game mit Leuten, die gerade eben das erste Mal Draft League spielen, ein echt solides Niveau war. Ja. Auch wenn es Liga 2 in der EPP ist, aber ja. Ja. Als ob so Siggi das erste Mal eine Draft League spielt. Ja, aber er bunkert doch mal wie ein Ehrenmann. Jawohl. Wir wollen hier Timer stallen. Er macht jetzt den Quattro. Das, selbst das wird nicht helfen, weil, also, unabhängig davon, dass es nicht geht, wird es auch nicht helfen. Weil okay, Wahrscheinlichkeiten in Mons werden abgerundet, alles in Mons wird abgerundet. Ah. Und deswegen kannst du nicht mehr als dreimal Protect bekommen. Okay. Wieso nicht? Weil die Wahrscheinlichkeit von 0,0 dann auf 0 abgerundet wird. Aber it's a giraffe! Wir haben gewonnen. Naja, das zweite Protect, das zweite Protect hat 50%, ne? Ja, aber das war immer noch ein 4-0. Ja, das passt ja. Das ist okay, denke ich. Ja. Oder? Dafür, dass mir vorhin gesagt wurde, dass Terrapagos OP sein soll. Gut, damit können wir auf Wiedersehen sagen, oder? Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Warte, okay. Ich schaue nach, ob ich bei Protect Müll gelabert habe. Ich will noch das will ich noch durchgeben. Aber laut PokeWiki gibt es keine Informationen darüber, leider. PokeWiki sagt mir gar nichts. Sehr gut, das heißt, wir beenden. Ja, die minimale Erfolgswahrscheinlichkeit für Schutzschild sind 12,5%. Somit kann Schutzschild höchstens 4-mal hintereinander eingesetzt werden. Ich hab recht. Also doch 4-mal, nicht nur 3-mal. Ja, also okay. Recht. Aber es sind, ja. Ist fein. Perfekt. Dann ja. Damit können wir uns verabschieden. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Schaut doch bei Hermit vorbei, der war cool. Ja. Jo.